Herzlich willkommen zum Tuning Tuesday. Heute geht es nur um die Kennfeldoptimierung. Da bin ich mal gespannt, was ihr für Fragen gestellt habt. Und Paul schießt jetzt direkt mal los, weil unsere Zeit begrenzt ist. So, ja, fangen wir mal gleich an mit Pascal765. Er fragt erstmal, was ist das überhaupt? Pascal, was soll ich dir sagen? Kennfeldoptimierung ist Chiptuning. Ja? Das heißt, es sind ja verschiedene Kennfelder in der Software drin und die werden ja bearbeitet, damit dein Auto mehr Leistung erzeugen kann. Gut. Der Igor 96 fragt, muss man eine Kennfeldoptimierung eintragen lassen? Also Igor, ich sag mal so, ja, man muss sie eintragen lassen, sagt das Gesetz. Die andere Frage ist, sieht man die Kennfeldoptimierung? Ja, es ist so, ja, es ist so, wie es ist. Ich finde es traurig, dass nur in Deutschland wir immer auf den Sack bekommen, ja? Egal ob es von der Grünen ist oder von der Regierung. Ihr seht, was Corona gerade anstellt mit den ganzen Menschen, die gegeneinander hier gerade sind alle. Und in fast jedem anderen Land kannst du da eine Software machen in dein Auto, da interessiert es kein Mensch. Und hier musst du Paragraphen einhalten und dies und das. Ja, kommen wir zum Punkt. Es muss eingetragen werden, sonst fährst du illegal rum. Matthias Foh schreibt, wie haben sich die Steuergeräte mit der Zeit verändert und wie beeinflusst es deine Arbeit? Das ist eine sehr interessante Frage. Also Matthias, ich kann dir sagen, wo ich angefangen habe, waren die Dieselsteuergeräte damals, mit einer guten Rechenleistung damals waren EDC-15. Ja? Also Diesel EDC-15 waren so ein Verteilerpumpe und dann kam die Pumpe Düse. Und da war die Datei recht klein, das waren nicht viele Kennfelder drin, ja, wo man bearbeiten hat müssen. Und klar, umso weiter man geht und umso weiter man schaut, sind die Daten viel größer geworden. Es wurde uns deutlich erschwert, auf die Steuergeräte zuzugreifen. Das heißt, das Lesen des Steuergeräts wird immer schwieriger. Und zum Glück sind da echt viele Toolhersteller. Wenn es euch interessiert von den Tools, dann müsst ihr das Tool-Video von mir angucken, wie gesagt, und da erkläre ich ein bisschen was über die Tools. Und ich denke, alles, was ein Mensch je gemacht hat, kann auch von einem anderen Menschen geknackt werden, beziehungsweise gibt es da natürlich schwarze Schafe in den Unternehmen, wo natürlich für großes Geld unterm Tisch das Zeug verscherbeln, wahrscheinlich an die Toolhersteller, damit die Zugriffe bekommen oder beziehungsweise die Informationen, was die genau programmieren müssen, damit wir Zugriff bekommen aufs Lesen und Schreiben. Der Tizian CNF möchte gerne wissen, woran man erkennt, wie viele Kennfelder ein Fahrzeug hat. Woran man erkennt? Ja. Das erkennst du nicht. Also wie gesagt, du ziehst die Software rein, dann machst du die auf. Das wie ein OLS erkennt da einige Kennfelder, aber nicht alle. Ich mache jetzt einfach mal ein Pfeil auf und dann gucken wir mal, was er sagt, wie viele Kennfelder da erkannt worden sind. So, also wie viele Kennfelder? Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen BMW, ja, von MED17 und das WinOLS hat mir jetzt Kennfelder erkannt. Also es erkennt potenzielle Kennfelder, es beschreibt dir aber nicht, was für Kennfelder das sind. Ja? Aber mit der Kombinationstaste F dann springt er immer zum nächsten Kennfeld, das erkannt worden ist. Ja. Das Ding ist, es erkennt ein paar, aber das ist natürlich weitaus mehr, als es erkennt. Und hier hat er jetzt zum Beispiel erkannt 708 Kennfelder in einem Pfeil. Aber das sind ja noch viel, viel andere und Einzelbytes. Also du kannst davon ausgehen, dass in den heutigen Steuergeräten, würde ich mal sagen, zwischen 8.000 und 10.000 Kennfelder drin sind. Ja. Die man natürlich nicht alle bearbeiten muss. Ja. Aber es sind verdammt viele. Springen wir zu der nächsten Frage. Der Adi schreibt, kannst du das mit der Füllung erklären in Prozent? Verstehe das nicht ganz in den Videos. Also Ali, Füllung in Prozent. Also Ali, jetzt passt ganz genau auf. Es ist so, hier ist das Füllungskennfeld. Ja, so. Siehst du das? Dann habe ich hier auf der linken Seite die Drehzahl. Ja. 500, 700, 1000, geht bis 7000 Drehungen. Hier oben habe ich mein KFMI-Op, das heißt Kennfeld optimales Motormoment. Ja? Das geht hier bis 100%. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel in dem Kennfeld hier unten
limitiert wird auf 99, bedeutet das, dass unter Volllast ich, je nachdem wie das Setup steht, bis hier zu diesen Linien komme. So, und das heißt, ich habe dann hier meine Sollfüllung. Sollfüllung ist praktisch da, um den Ladedruck dann auch vorzugeben, weil der Motor ja dann eine gewisse Leistung anfordert, ja, von der Füllung. Und wenn ich jetzt hier in dem Kennfeld natürlich hier prozentual jetzt hier das alles von mir aus 20% höher schreiben würde, dann hätte ich hier jetzt zum Beispiel angefordert bei 75% optimales Motormoment 240% Füllung. Ja, ich habe mir dann eine Umrechnung gemacht bei der alten EME 7, dann kann ich dir sagen, wie viel Ladedruck das ungefähr wäre. Ja, das wären also exakt 2 Bar, was der da anfordern würde. Ja, so, das ist die Füllung. Also Füllung regelt praktisch die Motorleistung. Ausführlich erklärt. Ja. Gut. Der Dani möchte wissen, auf was muss man bei Luftmasse achten? Luftmasse achten? Ja. Also Dani, bei Luftmasse musst du auf nichts achten, weil du hast ja entweder einen modellierten Wert der Luftmasse oder ein Luftmassenmesser. Das heißt, das Auto, die Luftmasse ist ja praktisch die Luft, die dann angesaugt wird. Ja? Und anhand von der Luftmasse hat ja dein Auto deine Einspritzung, ja, und dein Kraftstoff-Luftgemisch spritzt ja alles anhand von der Luftmasse ein. Ja, also zum Achten gibt es da nichts. Umso höher die Luftmasse, umso mehr Sprit geht halt rein. Ne? Je nachdem, wie die Lambda gesetzt ist, muss halt alles perfekt sein. Aber Luftmasse hat jetzt mit dem Tuning eigentlich nichts zu tun, weil umso höher die Luftmasse ist, umso höher die Leistung, ja. Und der Marco, der schreibt, gutes und günstiges Log-Tool für den Hobbyschrauber. Keine Handy-App. Gutes und günstiges Log-Tool für den Hobbyschrauber. Also ein gutes, günstiges Log-Tool würde ich empfehlen, das VCDS. Ja, VCDS ist zwar im Prinzip eigentlich für die ganzen VAG-Konzerne gemacht, aber du kannst mit einem Standard-OBD-Logger, ja, kannst du auch verschiedene Messwerte loggen. Und das VCDS kostet, glaube ich, mit einer Lizenz 300, 400 Euro, irgendwie sowas. Und das würde ich zum Loggen benutzen, wenn ich jetzt Anfänger wäre und würde gerne mal wissen, was da so geht in dem Auto, was da passiert. Ne? Und klar, bei ganzen VAG-Konzernen ist das VCDS unschlagbar. Der ENLN schreibt, was spielt wie zusammen? Also zum Beispiel Einspritzmenge, Luftmenge, Zündzeitpunkt, Ladedruck. Kannst du da irgendwie die Zusammenhänge erklären? Wie erkläre ich das am besten? Also nehmen wir mal an, das Auto fährt 1 Bar Ladedruck. Ja? Und bei 1 Bar Ladedruck, sagen wir mal, ist es ein 2 Liter Turbo und das Auto fährt 11 Grad Zündung. Ja? Dann ist es ja so, wenn ich jetzt bei gleichbleibendem Ladedruck die Zündung von mir aus auf 14 oder 15 Grad erhöhe, dann habe ich ja in dem Effekt mehr Leistung. Ja? Also das heißt, es gibt immer zwei Wege, um die Leistung zu erhöhen. Das eine ist klar über den Ladedruck. Ja, aber oft ist es halt so, wenn der Ladedruck zu hoch ist, ja, dann zieht es mir meine Zündung zu weit zurück, ja, und das Auto wirkt nicht mehr so agil. Wer mich kennt, weiß, ich bin der Zündungsmensch. Ja. Ich arbeite gern mit Zündung viel, weil das Auto sich einfach viel spritziger anfühlt, wenn man mehr Zündung fährt wie Ladedruck. Das heißt, wo andere, jetzt vergleichbar, nehmen wir mal einen C63S, ja, da machen viele machen da 1,6, 1,7 Bar. Und fahren 100 auf 200, sagen wir mal 7,0. Ja? So. Ich mache hingegen 1,4 Bar, fahre dafür um die 8, 9 Grad mehr Zündung und habe die gleiche Leistung. Mein Vorteil ist aber, meine Ansauglufttemperatur bleibt kalt. Ja? Im Sommer habe ich keine Verluste, weil wenn ich jetzt 1,7 Bar fahre und 1,4, das sind halt gleich viel höhere Temperaturen in der Ansaug. Luft. Ja. Der Frederik möchte gerne wissen, was so dein Highlight war. Ich glaube, auf Bezug Chiptuning. Highlight? Mhm. Ich weiß nicht, was. Also, Frederik, ich weiß nicht genau, was du meinst mit dem Highlight, aber das Highlight war die Abstimmung von einem BMW X6 ME71. Das ist das einzigste Auto, wo ich wirklich vier oder fünf Wochen permanent auf dem Prüfstand war
um Leistung rauszuholen. Ja. Das hatte so eine verkackte Siemens-Steuerung drin, ja. Also Siemens MSD85. Und wo die rauskam, das war einfach, bis man da durchgeblickt hat, das hat ewig gedauert. Ja. Dann hast du da gedreht, dann hat sich das passiert, dann ist das. Also das war das Furchtbarste für mich, aber ich habe es dann nach 5 Wochen geschafft und bin heute unschlagbar mit dem X6M. Ja. Ich habe den schnellsten X6M damals gehabt. Ihr habt das Video damals bei Grip gesehen, ja, wie der den Black Series abgezogen hat. Und das war so meine, ich sag mal, die meiste Zeit, wo ich investiert habe in eine Abstimmung von einem Auto. Sonst im Normalfall kannst du so rechnen, wenn so ein Auto neu rauskommt, sagen wir mal, 1-2 Wochen maximal und dann ist das Ding durch. Ja. Und beim X6 hat es echt ewig gedauert. So, dann sind wir jetzt für heute durch. Wir gehen noch ein bisschen arbeiten, wir haben noch einiges zu tun. Ihr könnt mir jetzt eure Fragen nochmal stellen, dann für die nächste Woche. Ja? Ich würde vorschlagen, schreibt doch nicht mal nur die Fragen, sondern schickt doch mal ein Video von euch, während ihr die Fragen stellt. Dann wirkt es ein bisschen persönlicher, weil jetzt ist es ja so, ihr schreibt da einfach rein, kein Mensch sieht euch, ja, oder beziehungsweise ich sehe euch nicht. Und es wäre cooler, wenn man sich da ein bisschen auch kennenlernt. Dann macht doch einfach mal ein Video und schickt mir mal die Frage per Videobotschaft. In diesem Sinne, schönen Tag euch noch.